Also da, Helga. Ja, was ist denn los? Ich bin schon so aufgeregt. Wieso? Samstag ist doch wieder soweit. Was? Da kommt der Eurovision Song Contest. Grand Prix! Hör mir auf mit dem Blödsinn! Guckst du nicht? Doch, klar. Aber... Ich guck das nur, um mich aufzuregen. Sonst guck ich das nicht. Wieso denn aufregen? Mit der Punktevergabe. Da kann ich mich... Nee. Jetzt sag nicht, weil die Länder... Weil die sich die Punkte hin und her schieben, genau. Helga. Griechenland nach Zypern, Russland nach Weißrussland und Bosnien-Herzegowina-Dingsbums-Brot nach Nord-Süd-Mazedonien. Was weiß ich? Aber wenn du den Eurovision Song Contest... Grand Prix! Das heißt Grand Prix! Wenn du den gewinnen willst, brauchst du aus allen Ländern Punkte. Da kommst du mit Nachbarschaftshilfe nicht weit. Es ist doch auch egal, was wir da hinschicken. Wir kriegen doch eh keine Punkte. Stimmt doch gar nicht. Die mögen uns alle nicht. Ist doch Blödsinn. Das noch wegen Krieg. Die sind noch sauer auf uns. Wieso haben wir denn 2010 gewonnen? Wieso haben wir mit unserem Michael 2018 den vierten Platz gemacht? Ist wegen Krieg, ich sag's dir. Damit machen wir uns das zu einfach. Was? Die schlechten Platzierungen von den letzten Jahren. Einfach zu sagen, die mögen uns nicht, das ist zu einfach. Morianne, was soll das denn sonst sein? Die No Angels, das ist das. Wir haben da doch immer schöne Sachen hingeschickt. Wir müssen uns einfach mal eingestehen, dass Deutschland in der Welt musikalisch keine Rolle spielt. Ach. Wir können gut Autos bauen, aber musikalisch können wir nicht. Die schieben sich die Punkte hin und her. Das ist eine Verschwörung gegen Deutschland. Schweden hat das Ding 6-mal gewonnen und landet fast immer in den Top 5. Morianne. Die Schweden mag doch auch jeder. Hat damit nichts, Ikea, aber Eiche und Köttbullar, ein besseres Image kannst du nicht haben. Die Schwedenkinder bekommen zum Beispiel in der Schule Unterrichtsstunden zur Verfügung gestellt, um zum Beispiel mal eine Band zu gründen. In Deutschland können die Göran froh sein, wenn sie überhaupt einmal die Woche Musik haben. Jendrik. Jendrik, Haben wir einen Jendrik in Sisewie? Nee, Jendrik, so heißt der Kandidat für Deutschland dieses Jahr. Gar nicht mitbekommen. So ein sympathischer junger Mann. Oh, das heißt nichts Gutes, wenn man so anfängt. Ein Lied, da kann die CIA-Terroristen mitquälen. Und von der Show her? Nichts! Wie? Stehen auf der Bühne und tanzen büschen. Oha. Letzter Platz, ich sag's dir. Aber wen sollen wir denn sonst mal da hinschicken? Ich sag's ja immer wieder. Wen? Howard Carpendale. Howard Carpendale? Der sieht gut aus, der hat Erfahrung und den kennt man doch in der Welt. Ach, das wird schon Samstag. Dabei sein ist alles. Mit meinem Trinkspiel wird das schon ganz lustig. Trinkspiel? Mein Mann und ich machen immer Grand Prix Trinkspiel mit Eierlikör. Die Songs werden von Minute zu Minute besser, ich sag's dir. Und wie geht das Spiel? Ganz einfach. Bedankt sich am Ende vom Song jemand mit den Worten Thank you, Europe. Muss einen trinken. Machen das viele? Alle 24 Teilnehmer. Oha. Geh ja noch weiter. Windmaschine auf der Bühne, muss einen trinken. Trickkleid auf der Bühne, muss einen trinken. Okay. In die Kamera blinzeln, muss einen trinken. Aber... Instrument, was man noch nie zuvor gehört hat, muss einen trinken. Helga, ich glaube, Moderatoren dass... machen Witz, über den keiner lacht. Musst du einen trinken. Bist du dann nicht Spätestens ab Song 15 glaubst du, das sind alles Welthits. Helga. Was? Jetzt lach mich mal bitte nicht aus. Wieso? Was denn? Weißt du, was ich die ganze Zeit schon mal überlegt habe? Sag mal. Wie wär's denn, wenn wir beide nächstes Jahr zum Eurovision de la Chanson... Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Köttbullar mit Reis. Kann ich nicht. Da habe ich mal in der Ikea im Auto... Köttbullar-Tier, was da drin ist, ist das ein Naturschutz? Mir auch ein paar, dass du da nicht von der Ethik her das kannst, oder? Krieg krumme Fingernägel von. Jo, dann gute Besserung. Jo, dir auch. Muck dat. Muck dat.